So, raus, 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 genau. Ist ja die Frage, ob wir hier was draus machen wollen oder nicht. So können wir machen. Die Pengolets können dann raus, das hier und das hier kann raus. Die lassen mal, das Surflet kann raus, die Gummus kann raus, Lympho kann raus. Komische Frosch und Floppy und Bristler. Die Mosanda können raus, Robin Quill, die Garde lassen wir. Swapper kann raus, Rayhound kann weg. So, die ganzen Sachen jetzt hier alle mal rausschmeißen, was wir jetzt hier nicht brauchen. Weil die ganzen Sachen haben wir alle für uns gerade aktuell keinen hauptsächlichen Zweck, so. Also verkaufen, zack. Jawollo. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Zack. Passt. Weiter geht's. Müssen wir nochmal sortieren, einmal kurz eine Runde. So. Ich muss sagen, das Ganze läuft, so wie es laufen sollte. Die Frage, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir mal das, was wir eigentlich mal machen wollten. Hier das Reinquarz sammeln. Für unsere Platine, dass wir endlich mal die anderen Sachen alle bauen können. Die hochwertigen Sachen. Reparieren, jawollo. Und jetzt Platine. Ich mache hier nämlich hier oben. Das ist eh gleich nach, das ist auch super. Ah, ich will eine Truhe. Zack! Oh, da geht flöten. Der geht stiften. So, jetzt können wir hier loslegen. So, weiter geht's. Irgendwo war hier nämlich nochmal hier was zum Farmen. Ich weiß ungefähr die Stellen, wo sie hier sind. Aber sie ist ja auch so eigentlich. Das ist ja ein bisschen blöd hier mit dem Stein hier. Aber nehmen wir trotzdem hier. Was macht denn der da? Soll doch hier die Viecher in Frieden lassen. Wow. Ein Wolverine Chris gibt's hier. Mega. So, mal gucken, ob wir sie hier so fangen, ob wir sie so catchen können. Sind halt schon Level. Jawollo, beide auf einmal. Mega. So, dann einmal hier noch, das Reinquarz hier noch ein bisschen eincatchen hier. Man kann nie genug von dem haben.
So, mal schnell. Wir haben hier noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Platz. Vielleicht wird mir hier nochmal irgendwo ein Reihenquarz hier rumliegen. Ich glaube, hier hinten war noch irgendwo eins gewesen, wenn ich mich nicht getäuscht hatte. Irgendwo war noch einer. Ah ja, genau da unten. Ich habe einen kleiner. Nehmen wir trotzdem mit. Und einer. Dass wenn man hier klettern muss, nichts geht's hier abbauen. Mega. Ja, hier nehme ich auch mal mit. Chat Dragon, wo bist du denn? Ah, super. Genau. Hier sehe ich überall diese Eier hier auf dem Boden liegen. Zack. Hier ist eins zum Beispiel. Hier war gerade nochmal irgendwo eins. Und hier ist oben rüber fliegt hier zum Beispiel. Ist ein Ei, das wir noch einsammeln können. Dann Reihenquarz. Hier war jetzt, glaube ich, hier drüben war ein Ei noch. Ja, genau hier. Nehmen wir auch mal mit. Hier ist zum Beispiel noch ein Ei. Sieht man immer von oben so gut. So. Nehme ich auch mit. Hier ist nochmal was. Rip. Ein Ei. Dann hier habe ich eine Truhe. Drüber habe ich nochmal einen Reinquarzbarren. So. Dann sind wir auch, glaube ich, schon gut ausgerüstet für heute. Anubi, wo bist du? So wie Trip. Das ist nochmal ein Limfuk-Statue, den nehme ich mir noch mit. Da gab es hier, glaube ich, nochmal irgendwo auch ein Riesenei. Ja, wir sehen hier oben halt alles. Wir sind wie Adler, meine Lieben. Wie Adler sehen wir hier alles. Zum Beispiel auch da hinten hier das Riesenei hier. Aha. Da nehme ich mit. Oh, hier ist auch nochmal ein Ei. In dem Baum hier. So, dann gehen wir mal zurück hier in unser Lager wieder. Wir haben jetzt Inventar voll. Ach ja, meine Lieben, so ist es. Können wir hier mal kurz sortieren. Und ablegen hier. Mega. Passt. Ja, ich glitsche hier gerade noch durch die Gegend. So, unsere Eier dann mal alle da oben hier ablegen. So. Einmal. Zweimal. Wir dürfen natürlich nachher nicht vergessen, hier auch unsere Anubis alle noch reinzupflanzen. So, Anubis Eier können wir dann 1, 2, 3, können wir hier reinbängen. Hervorragend. Läuft. Jetzt können wir mal kurz ein paar Sachen jetzt herstellen hier.
Na, genau, Anubis ist schon an der richtigen Stelle. Und zwar Platinen, da kann ich jetzt mal kurz 28 mal herstellen hier. Auf geht's, Anubis, let's go. Die Händler hier springen auch schon alle. Ich glaube, wir können hier auch mehr, eigentlich noch mehr Anubis hier reinpflanzen, oder? Eigentlich gucke ich gerade mal. Pfahlhändler kann raus, eigentlich theoretisch. Nach Level. Zack. Anubis rein. Dann geht das Ganze schneller. Naja, geht ja so eigentlich recht zügig, oder? Ne? Packen mal die Platinchen hier rein. Ja, der produziert hier jetzt schon die hochwertigen, ist auch nicht schlecht. Brauchen wir auch. Machen wir kurz zwei Torben. Das liegt nachher wieder am Honig. Da muss ich eine andere Anubis eigentlich jetzt hin. Chill da hinten. Lass mal kurz herkommen hier. Ja. Wie läuft's hier mit der Bärenfarm? Oh, 1500. Müssen wir uns mal überlegen, ob das jetzt so gut ist dann. Aber nachher werde ich dann alle rausmachen, alle Pals. Bis auf die, wo hier für die Futterbereitung zuständig sind. Hin. Ich dachte, er hilft hier bei den Platinen. So, zack. Ah, mach ich nicht. Jawohl, jetzt sind nämlich zwei Anubis hier. Jetzt geht das Ganze hier auch zügig. Zack, zack, zack. Jawollo. Genau, so will ich das sehen hier, dass ihr das Ganze hier durchzieht, die Platinen hier alle. Es war noch keine Aufforderung hier zu gehen. So. Ja, jetzt können wir hier auch die Kälte hier produzieren, ist gut. Brauchen wir. So, supi. Jetzt hier auch noch mal ein paar Berries. Wir können jetzt mal kurz erst mal auf der anderen Farm mal vorbeiklotzen. Mal gucken, was hier so geht. Ihr wisst Bescheid. Ob die hier chillen oder ob die hier arbeiten.
Jawohl. Genau so wie ich das sehen, meine Lieben. Immer 90 Honig. Hui. So, immer schön schaffen. Honig habt ihr nichts hier drin verloren. Holz, wie sieht's bei. Oh, oha. Okay, gut, sehr gut. Die machen das, meine Lieben. So, Erz. Haben wir 700? Naja, bin etwas enttäuscht hier von euch, Astekons. Da wäre mehr gegangen. Das Holz nehmen wir noch mit. Gut, 1000 Holz sind jetzt nicht so besonders viel. Aber meine Lieben, besser als nichts. Die Astekons hier sind mir zu nachlässig. 1, 2, 3, 4, 5. So. Sollen wir mal an die Arbeit jetzt gehen? Wir fallen hier gleich in ein tiefes Loch. So, wunderbar. Passt. Anubis, wie sieht es hier mit euch aus? Ihr breedet und breedet und breedet hier vor euch hin. Ist ja schon mega. So. 7 Eier, die tue ich mal gleich nach oben hin. Dass wir die hier auf jeden Fall schon mal drin haben hier. 24 Stunden. Dann machen wir gleich hier nochmal ein Feuerchen hin, dass hier schön warm ist dann. So. Hier ein Lagerfeuerchen. Machen wir da hinten den Dreck rein hier. Sogar kannst hier hinten noch mal reinsetzen, aber es wird dann zu nah, glaube ich. Ja? Nachher kommt dann zu heiß. Etwas heiß, etwas kühl. Aber hier nochmal ein Feuerchen hin. Nehmen wir jetzt so ins Eck hier rein. Da. So wie. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Ah, hier. Ah, hier passt jetzt hier keins mehr rein, gell? Ah. Wir können zum Beispiel hier noch eins hinsetzen. So, jetzt können wir nämlich hier auch laufen. Ja,
Es ist wichtig, dass wir viele Brutkästen haben. Mega. Dann können wir hier auf jeden Fall noch ein Ei. Sehr angenehm, okay. Naja, dann. Dann ist ja schön, wenn es das sehr angenehm ist. Ah ja. Für uns ist natürlich auch schön angenehm hier. Meine Lieben, ich überlege gerade, ob wir schnell jetzt nochmal einen Astegon nochmal schnell fangen. Dann haben wir da nämlich mal so die Zuchtfarm hier komplett. An der Zuchtfarm aber. Die Dinger halt. Nur noch schnell kurz einen Astegon und dann haben wir es auch soweit. So, darf mein Chat-Tracking hier gleich nochmal eine Runde ran. Jawollo. Ja, puh. Darf ich auch hier angreifen, mein Bruder? Ja, passt. Wir rennen mal schnell fort. Eck rum. Puh. Tja, das war jetzt heftig, die Dinger da. Ich bin gleich wieder bei der Hälfte. Nein, nicht ganz bei der Hälfte, aber es wird. Mal kurz hier ein bisschen abwarten hier. Tippschmitte da hinten. Komm schon. Jawollo. Hammer. Passt, jetzt haben wir genau 6 Stück für unsere Farm. Ich
Ist doch schon mal super, meine Lieben. Genauso wollten wir sie haben. Dann pflanzen wir den kurz rüber in die Farm. In das Lager war's. So, können wir den hier wieder rausmachen. Nach Level sortieren, genau. Ah, okay. Haben wir den jetzt gerade schon reingesetzt? Na, ging aber schnell, okay. Oh. Irgendwie sehe ich aber nicht alle Astegons. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Alle sind sie da. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Na, sind sie doch alle da. Gut, meine Lieben, das passt soweit. Ich muss nur kurz gucken, was sie das Essen macht. 1000, naja, legen wir hier nochmal die paar Beeren dazu. So. Okay. Ja, so ist das. Meine Lieben, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.